So, willkommen zurück. Weiter geht's mit unseren Halloween-Spielen hier mitten im Oktober, der Countdown zu Halloween. Und da spielen wir heute einen absoluten Klassiker auf dem Nintendo Entertainment System, nämlich Castlevania. Den ersten Teil dieser langlebigen Spielereihe, ich glaube bis zum heutigen Tag, fortgesetzt. Zigtausend Teile und Fortsetzungen gibt's davon. Und das ist der absolute Erstling hier, der Klassiker. Und der darf natürlich nicht fehlen hier in so einer Halloween-Woche. Deswegen gucken wir uns den heute mal an. Von 1988. 1988, genau. Simon Belmont, der Mann mit der Peitsche, zieht los hier in Draculas Schloss. So, und schon geht's los hier. Mit der Peitsche zerschlägt man alle Fackeln. Also das ist ganz wichtig im Spiel, immer alle Fackeln hier zu zerschlagen. Genau. Denn dahinter gibt's dann entweder Herzen. Da oben sieht man ja meine Herzsammlung. Oder hier so eine Sekundärwaffe. Und die habe ich jetzt hier. Das ist das Schwert. Oder der Dolch. Ich glaube, es ist ein Dolch, den man wirft. Und dann betreten wir direkt mal hier Draculas Schloss. Da haben schon die ersten gruseligen Gestalten auf uns zu. Die hinterlassen uns auch ein paar Herzen. Und Geldsäcke gibt es auch als Punkte. Und es kommen immer wieder neue Gegner. Genau, das ist auch so eine Sache. Der Timer ist relativ knapp bemessen, glaube ich. Also sich hier mit den Gegnern aufzuhalten, das lohnt sich nicht wirklich. Muss man auch zusehen, dass man hier Fortschritt macht. Uah! Ein Höllenhund angelaufen. Ja. Weg ist er. Anders als in anderen Spielen sind die Herzen jetzt hier keine Lebensenergie, sondern die Herzen sind hier die Munition sozusagen für die Sekundärwaffe, die man jetzt eingesammelt hat. Lebensenergie gibt es hier nur in Form von, ich glaube, solchen, Hühnerbein oder sowas. Hühnerbein. Ja, findest du auch immer so ein Hühnerbein oder so ein Braten oder keine Ahnung, Teller mit genau. Essen. Ja, ja. Das ist dann die Energie. Aber die Herzen sind dann praktisch jetzt nur Munition für die Sekundärwaffe. Jetzt habe ich gerade das Weihwasser da oben. Also wenn man eine neue Sekundärwaffe einsammelt, wird die vorherige ersetzt, genau. Deswegen muss man sich auch gut überlegen, ob sich das lohnt, die Waffe einzusammeln oder ob man damit nicht vielleicht eine bessere Waffe dann überschreibt. Also ähnlich wie bei Super Ghouls oder Ghosts and Goblins, ne? Ja. Wo du gerade eine starke Waffe hast und dann hast du wieder eine scheiß Waffe. Die Fackel oder irgend so was. Was ist eine schwache Waffe bei Super Ghouls and Ghosts? Ja, das sind die Fackel, die wir zum Beispiel jetzt. Aber vielleicht, es kommt auch immer ein bisschen auf die Situation an, obwohl man auch klar sagen kann, dass manche einfach besser sind als andere. Ja. Da ist zum Beispiel der Dolch ja mit das Beste. Also bei Super Ghouls. Genau, ja. Genau. Diese Fackel, die wirft man immer und dann brennt die eine halbe Stunde und dann kann man in der Zeit nichts anderes machen. Ne? Genau, du kannst ein paar schmeißen, die und dann wenn du ein paar hingeschmeißt hast, dann hast du so eine kleine Feuerwelle. Aber dann kannst du in der Zeit nichts machen, ja. Naja. Hier ist das Weihwasser, das glaube ich auch hier ist so ein Braten oder ein Hühnerbein oder was auch immer das ist. So. Ansonsten ist das Spielprinzip natürlich ganz simpel. Man läuft hier herum mit der Peitsche, zerschlägt alles und jeden und kämpft sich dann hier durch Draculas Schloss, hoffentlich bis zu Dracula vor. Schauen wir mal. Und hier bei diesen tollen Treppen ist auch immer ganz wichtig, man muss immer nach oben drücken, wenn man die Treppe hochgeht. Und dann kannst du dich, glaube ich, ja doch, du kannst dich zur Wehr setzen. Ah. Ha. Jetzt habe ich gerade die Sekundärwaffe versehentlich eingesetzt. Wenn du nach oben drückst und dann praktisch die Angriffstaste, also B, dann setzt du die Sekundärwaffe ein. Jetzt Stage 3 schon. Ja, ich wollte gerade sagen, nach jeder Tür ist sozusagen, also jedenfalls hier. Genau. Und alle drei Stages kommt dann, glaube ich, oh, was ist das? Unsichtbarkeit. Oh. Oder Unverwundbarkeit vielleicht sogar. Kommt wahrscheinlich aufs Gleiche raus. So kurz, wie das angedauert hat. Jetzt habe ich die... Die minderwertige Axt aufgenommen. Die Axt oder das Beil. Ah, das ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Das Weihwasser, da oben rechts hängt schon der Endgegner der Stage, große Fledermaus. Das Weihwasser kann man nur so vorsichtig auf die Erde schmeißen, aber dieses Beil, das kann man so in die Luft schleudern. Da kann ich diese Fledermaus da oben vielleicht gut aus der Luft... Oh, okay. Oh nein! Das war das Power-Up.
Das wäre das Power-Up für die Sekundärwaffe gewesen. Ja. Zu lange überlegt, ob ich den Sprung wagen soll. Ja, die Sachen verschwinden nach einer Zeit. Ja. Man kann nur geradeaus, also seine Peitsche da. Genau. Schleudern. Ach, komm. Erwischt. Hab sie. Na also. Zack, eine rote Erdbeere. Rote Kristallkugel, meine Energie wieder aufgefüllt und zack, geht schon die nächste Stage hier. Wahnsinn. Locker. Geht ganz schnell. So ein einfaches Spiel. Ja. Hast du das schon mal durchgespielt? Nein. Hast du überhaupt schon mal gespielt? Ja, das glaub schon, ne? Ja. Aber auch so ein Spiel, was einfach aufgrund seines Alters hier aus 1988, NES-Titel, haben wir natürlich erst viele, viele Jahre später dann erst kennengelernt. Ich habe es zum ersten Mal auf der Wii Virtual Console dann tatsächlich gespielt. Weil ja, wenn du nicht damit aufgewachsen bist oder das von der Zeit direkt kennst oder so, dann geht es logischerweise an einem erstmal vorbei. Ah, jetzt kommt unsere Krone raus. Eben, also viele von diesen ganzen alten NES-Titeln, die habe ich erstmal wirklich in der Emulation auf der Wii gespielt. Weil die einfach dann viel zu lange vor unserer Zeit rausgekommen sind. Ja. Na komm. Aber es macht immer wieder Spaß, auch wenn man die Spiele nicht direkt in der Zeit gespielt hat, die dann heutzutage zu spielen. Auf jeden Fall, ja. Da sind so viele großartige Spiele dabei. Ah, hier, das ist ja dieses Power-Up, genau. Dadurch wird einfach jetzt. Ich glaube, der Herzverbrauch wird dadurch gesenkt, wenn ich die Sekundärwaffe benutze, oder sie wird stärker. Eins von beidem. Oder beides, keine Ahnung. Da gibt es, glaube ich, noch eins, das ist jetzt ein Zweier-Upgrade, ein Dreier gibt es auch noch irgendwo. Aber das ist ja auch eine relativ simple Handlung hier, ja. Also. Es geht, glaube ich, in einem Castlevania-Spiel immer darum, dass du hier mit der Peitsche herumläufst und alle möglichen Gruselkreaturen hier vernichtest. Die Medusa-Köpfe da. Medusa-Köpfe. Oh, jetzt habe ich das, den Dolch Buttermesser. Kurz benutzen. Ah. Dadurch ist jetzt aber auch, dass das Power-Up ist jetzt auch überschrieben worden. Das galt jetzt also praktisch auch nur für die Axt oder was ich vorher hatte. Ja. Und mit dem Einsammeln von diesem neuen Item ist das jetzt auch verloren gegangen. Na gut. Ah, jetzt kommt hier so eine miese Stelle. Eine von vielen. Oh. Das wollte ich sagen, das ist die miese Stelle. Denn Castlevania ist eins von diesen großartigen Spielen. Wenn du getroffen wirst, wirst du immer so ein Stück nach hinten geschleudert. Bleibst du einfach auf der Stelle stehen. Das heißt, wenn du jetzt an so einem Abgrund von der Medusa getroffen wirst, dann fliegst du schön nach hinten dann in den Abgrund. Man findet immer direkt dann diese Waffenverbesserung. Das kommt so als erstes immer, ja. Dass man von seiner kleinen, mickrigen, kurzen Lederpeitsche mal hier zu der längeren Kettenpeitsche dann wieder übergeht. So, jetzt mal schnell hier rüber. Ah! Jetzt ist das Weihwasser da runtergefallen. Nein! Oh Mann! Das ist ja auch. Au! Oh. Scheiße, gell? Vielleicht kann man das ja auch zu seinem Vorteil nehmen, ne? Vielleicht, ja. Dass du gerade möglichst im Sprung dich irgendwo treffen lässt, dass du so nach hinten geschleudert wirst, um auf die nächsthöhere Plattform zu kommen oder so. Ja, genau. Also Simon Belmont benutzt hier praktisch heilige Kreuze als Bumerang und wirft mit Weihwasser und Rosenkränzen um sich und. Ah! Ist ja Van Helsing-mäßig. Ja, so ein bisschen, ne? Wenn du dich auf den Film mit Hugh Jackman beziehst, dann schon, ne? Ja. Aber nicht auf den Original Van Helsing aus den Dracula-Geschichten. In dem Dracula-Film von Coppola hat, glaube ich, Anthony Hopkins Van Helsing gespielt. Oder Peter Cushing hat, glaube ich, auch schon Van Helsing damals gespielt. In den 50ern, in den Dracula-Film mit Christopher Lee. Aber Hugh Jackman war derjenige, der dann mit so einer, was weiß ich, Weihwasserkanone rumgelaufen ist und hat dann auf Vampire geschossen oder irgend sowas. Ne? Mit Schlapphut. Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, das ist ewig her. Oh, guck hier! Siehst du? Ah ja? Man kann es? Wenn man sich zu oft treffen lässt, um auf die nächste Plattform zu kommen, dann ist man mitunter dann ganz schnell tot. Das ist auch nicht Sinn der Sache am Ende. Es scheint auf jeden Fall unbegrenzte Continues zu geben. Ist ja auch schön zu wissen. Das heißt, man muss also jetzt nicht immer wieder ganz vom Anfang des Spiels dann irgendwann anfangen nach drei Continues, sondern man setzt dann wieder an nach dem letzten besiegten Endgegner oder Zwischengegner setzt man dann wieder an hier. Oh.
Alles hat sich geändert. Das war, glaube ich, der... Ich muss so ein Rosenkranz oder sowas sein. Damit kann man, glaube ich, an alle Gegner auf dem Bildschirm, die werden dann damit vernichtet. Wunderbar, dass ich das jetzt gekriegt habe. Nein! Kommt meistens an, wenn gerade kein Gegner zu sehen ist. Oh, ich muss... nein! Zu früh. Oh, die Taschenuhr, die ist gut. Ja? Die würde ja, glaube ich, beim Endgegner vor allem weiterhelfen. Das kann ich auch nicht zerstören, ne. Nee. Musst du auch aufpassen, dass du nicht zermalmt wirst. Man, die geht, ach so, dann. Du kannst ja aber auch ducken, dann, wenn du. Kann ich auch laufen dabei? Nee. Nee. Genau, bei einem würde ich mich mal ducken, genau. Da müsstest du jetzt wieder schnell durch, dann. Aber mit der Taschenuhr. Oh! Ja. Ach so, da ist man so. Oh. Du bist jetzt wieder drunter gelaufen. Mit der Taschenuhr? Mit der Taschenuhr kannst du die Zeit anhalten. Ah, okay. Deswegen würden die stehen bleiben. Und das ist dann halt beim Endgegner dann ganz praktisch, wenn der dann auch in der Luft stehen bleibt. Dann kannst du den klein hacken. Deswegen wäre das dann. Hier wäre es gut, wenn du die Taschenuhr bis zum Endgegner behalten würdest. Dann warte ich jetzt bis das. Okay. Gerade so gereicht. Was würde ich nicht nochmal sagen? Ah, ja. Das geht hier so wie vorhin. Müsste ja dann noch bald der Endgegner kommen, oder was? Das ist genau Stage 6. Da müsste jetzt am Ende, glaube ich, die große Medusa kommen, ja. Und jetzt ein bisschen hoch B und jetzt lässt die schnell klein hacken. Das ist hier oben die Energiebalken, damit nochmal. Du hast ja jetzt ganz viele Herzen, kannst du ja noch offen machen. Das ist wirklich, das ist wahrscheinlich mit der beste Gegenstand hier. Moment. Ich meine, ja, Zeit anhalten und so, ja. Zweiter Endgegner platt gemacht. Ganz locker aus der Hüfte. Die Zeit war ja auf deiner Seite. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Also hier ist, glaube ich, jetzt dann in der nächste Endgegner sind, glaube ich, die Mumien. Jetzt wieder nach 3 Stages. Also 7, 8 bei 9 sind es, glaube ich, die Mumien. Danach kommt, glaube ich, Frankensteins Monster hier mit so einem kleinen von diesen Buckligen hier. Das dürfte dann bei 12 dann logischerweise sein, wieder 3 Stages später. Mhm. Wie kurz das dann ist, hast du ja eine halbe Stunde durchgespielt, wenn du es jetzt in einem Rutsch vielleicht. Also. Wenn du ein geübter Spieler bist, oh, das habe ich wieder. Ah. Einfach benutzt. Das Weihwasser ist so ein bisschen so wie die Fackel bei Ghosts and Goblins. Jetzt kann ich hier unten dieses Skelett. Genau, ja, das könntest du jetzt mit der Waffe den direkten Weg halt nicht machen. Ja. Denn wenn ich jetzt hier die Treppe. Oh, das ist die Axt weggeflogen. Wenn ich jetzt hier, kann ich ja nur so gemütlich herunterlaufen und da kann ich dann im Moment nichts machen. Ich kann ja nur gerade schlagen. Genau, deswegen, ja. Das ist dann das Schöne bei Super Castlevania 4 auf dem Super Nintendo. Da kannst du in alle, wie bei Contra, kannst du in alle Richtungen schlagen. Ja. Das ist klasse. Ha. Fuck you. Anstatt dorthin zu schmeißen. Ganz knapp hier an der Schuhsohle ist die Medusa vorbeigegangen. Ja, die habe ich noch erwischt. Oh, ich habe noch einen Energiebalken, ja. Oh ja. Ich müsste aber mal in so eine Hähnchenbrust oder so kommen. Oh, jetzt habe ich wieder die Taschenuhr. Nicht schlecht. Ich glaube, Energie gibt es wirklich nur in solchen versteckten Klötzen. Ah, kann man. Ducken bringt auch nichts. Okay. Boah, hat so nicht springen müssen. Jetzt könnte man so einen Teller kommen, ne? Ja. Ah. Oh! Springen alle in deine Kette. Wo denn das schon Draculas Turm hier oder was? Ah. Oh. Genau den Vorarbeiten. Oh nein! Ah, gut, der hat mich auch schon getroffen gehabt. Guck mal, hier ist jetzt zum Beispiel auch Ewigkeiten keine Fackel mehr. Das heißt, hier bin ich jetzt die ganze Zeit nur mit dieser kurzen Peitsche unterwegs. Also hier in dieser Stage ist das jetzt schon hier. Ja, gut, ja. Da kommt jetzt nicht so schnell das ganze Power-Up hier, Upgrades. Da muss ich mich jetzt fast bis zum Ende hier mit der kurzen Peitsche hier durchschlagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Scheiße, Medusa. Ich bin nur noch hier. Ach, jetzt super. Jetzt kommen schon die Kack-Mumien. Ich habe nur noch einen Energiebalken. Ich habe keine Sekundärwaffe. Jetzt habe ich eine, ob das Schwert oder der Dolch, ob es viel bringt hier. Jetzt könnte ich die Sanduhr gebrauchen. Aus dem Zweifel. Die schmeißt mir Charles auch noch. So. Da oben bist du aber in Sicherheit, oder? Scheint so. Guck, ob ich die von hier oben so ausschalten kann oder ob die dann
ich sie. Oh, das fliegt aber auch ziemlich. Ja, ja, okay. Aber vielleicht kriege ich sie ja gleich. Guck mal, die geht doch hier. Ha, komm! Na also. Ja! Oh, das war Glück jetzt hier mit einem Energiepunkt. Ist das Wasser da? Ja. Ja. Absolut tödlich. Oh, die Uhr weg ist er. Naja. Haben wir diese Wassermänner da hochgesprungen. Die meisten Gegner sind schon mit einem Schlag ausgeschaltet. Ja. Jetzt mit der starken Peitsche da auf jeden Fall. Nein! Achso, das ist kein Wasser. Nein! Oh. Die ein bisschen weißer Hai-mäßig. Die. Ah, Glück gehabt. Ah. Schon wieder Glück gehabt. Ich weiß doch, wie ich. Solange das ein Energiebalken auch noch mitmacht, ja, kann es so weitergehen. Wow. Gut. Jetzt wird's schwierig. Jetzt kommen nämlich diese komischen Asker, die diese kleinen Buckligen abschmeißen. Ach, hey. Und ja, da hast du jetzt eigentlich. Keine Chance. Du musst die Buckligen direkt, wenn sie am Boden landen, musst du sie treffen, bevor sie überhaupt wegspringen können. Und wenn die einmal weggesprungen sind, dann hüpfen die auch in so einem irrsinnigen Muster da hin und her und dann kommen noch mehr von den Kerlen. Okay. Und dann sind die unheimlich schwer überhaupt noch zu treffen. Stirb doch! Es kommt immer mehr und immer mehr. Ach. Hurensöhne. Oh je. Ich muss aber auch schon genau den richtigen Moment abpassen, wo man zuschlägt. Alles Timing. Hast du schon geschafft bis am Ende. Oh, einfach unter dem Geld durchgelaufen. Ja. Sehr gut. Warum soll ich den jetzt noch kurz und klein schlagen? Hier bin ich doch schneller, bis der ausgefahren ist. Sehr schön. Da müssen wir noch 1-2 Schläge oder so landen und dann, oh Mann! Leck mich doch! Ein bisschen Timing. Ha, jetzt schon von hinten. Jetzt versuch ich's mal. Wäre es ja jetzt, wenn er jetzt nach hinten schießen würde. Guck, was passiert. Ganz viele Herzen. Ja! Oh, aber ich habe die, die Uhr, genau. Das wäre nicht so schlecht. Ich warte bis auf eine. Oh, scheiße! Du hast ja auch die Uhr. Oh ja, ich habe die Uhr. Weg war sie. Oh Mann! Das ist natürlich ärgerlich. Da fliegen die Herzen. Ja, wir haben die Uhr gerettet. Ja. Ah, was zu essen hier, man. Kommt jetzt schon, glaube ich, Frankensteins. Ach komm, jetzt gibt's hier überall den Krempel. Ja, aber jetzt kommt nämlich der Endgegner. Ich habe hier nur das scheiß Schwert da, ein scheiß Dolch. Jetzt hätte ich so gut die Uhr gebrauchen können und die kriege ich jetzt nicht mehr wieder. Denn selbst wenn ich jetzt hier wieder sterben sollte, setze ich wieder hier am Anfang an und dann ist wieder das Schwert das Einzige, was ich kriegen kann. Denn hier wäre es jetzt echt super, diese Uhr zu haben, weil dann könnte ich diesen kleinen Bastard, den der Frankenstein da auf den Schultern hat, der immer hier rumspringt. Ist der, wenn der tot ist, kommt er wieder? Ach, das will ich jetzt gerade rausfinden. Ah. Ja, der ist nur gelähmt dann, offensichtlich. Ah, okay. Scheißdreck. Und das ist nämlich das Nervigste hier an dieser diesem Endgegner, dass dieser kleine Hampelmann immer hier rumhüpft. Naja, der andere, ständig, der macht ja da gar nichts. Der ständig zwischen die Beine springt. Jetzt musst du aber aufpassen. Ja. Ah, du Bastard! Ja. Der Frankenstein, der macht ja wirklich gar nichts. Der macht da ja nur den Moonwalk die ganze Zeit auf und ab. Ich den Kleinen mal irgendwie ausschalten könnte schon, aber das. Na, bringt nichts. Dem seine Dinger kannst du aber auch. Aha! Darüber hattest du es noch nicht hinausgeschafft. Also, der Frankenstein war bislang immer das, wo ich mir die Zähne ausgebissen habe, ja.
Ah, Mist, ich komme nicht darüber. Na komm. Hä? Passiert nichts. Wir bewegen sich trotzdem. Das ist ja. Doch, so ein Mist. Das bringt ja gar nichts hier. Die bewegen sich trotzdem weiter. Das ist natürlich. Nur bei der Medusa hat's was geholfen. Bei dem Frankenstein ist vielleicht wirklich dieses Weihwasser gut. Wenn da so ein kleiner Flächenbrand entsteht und der da immer durchtanzt. Dort ist es. Au, oh, da ist es! Ja. Ist natürlich. Jetzt kann doch eigentlich nichts mehr schief gehen. Wenn jetzt volle Energie, Lebensenergie hätte das, ne? Ja. Jetzt ist die Waffe stärker, oder was? Ja. Ich glaube, sie ist stärker. Mächtiger. So wie wenn du, glaube ich, bei Super Ghouls auch dann die Rüstungen dann so kriegst, ne? Ja, schon effektiv. Hm. Oh Mann! Ja, ich versuche gerade zu springen, aber das ist auch wieder so, wenn die Flasche fliegt. Ah, okay, kannst du ja nichts machen jetzt. Nee. Was war das jetzt? Habe ich doch irgendwie 30.000 Punkte irgendwas erreicht? Kann sein. Und ein Leben bekommen dadurch? Ist jetzt aber nett, was passiert ist. Ich habe nämlich eben schon 2 Leben gehabt, es sind immer noch P2, immer noch 2 Leben da. Und wenigstens ist das relativ... Ah, Mann. Oh Mann. Relativ schnell. Guck mal hier, ich habe 2 Schwerter auf den geworfen, ich habe gerade mal einen Balken dem abgenommen. Ja. Ach, du blöder, buckliger Penner. So, jetzt aber, Mr. Frankenstein. Oh, jetzt hast du ihn aber schon ein bisschen mehr. Komm, wirf noch eins ab, noch eins, komm. Ah, fick dich, du Bastard. Weg mit dir. Ja! Oh. Aber ich weiß, der ist doch nicht so schlecht, ne? Oh, ja. Oh, wie geil. Wuhu! War das Weihwasser jetzt ausschlaggebend? Ja, ich hab nicht so drauf geachtet, wie viel das eben jetzt abgenommen hat. 4, 5 oder so. Na also. Das war das erste Mal, dass ich Frankenstein geschlagen habe. Siehst du, jetzt wird alles, gut. Jetzt wird alles gut, ja. Puh. Schweißtreibend. Ach, ich glaube, vor Dracula gibt es noch den Sensenmann gibt's, glaube ich, noch als... Der Sensenmann? Ja. Der kommt auch noch. Den gibt's, der kommt nämlich auch noch davor, ja. Oh, die können wahrscheinlich wieder auferstehen. Mhm. Kann man nur leben. Oh ja. Oh, verdammt. Dann noch die scheiß Buckling. Oh je. Oh! Er hält sich auch schön außerhalb meiner Peitsche auf. Mhm. Guck, ist eine Axt aus dem Off reingeflogen. Ist er weg? Nee. Doch. Ist ins Off gegangen. Ist aus dem Bild verschwunden. Na gut. Vor Angst wahrscheinlich. Was ist denn das? Was ist das für ein Verrecksspiel? Versteckspiel, Verrecksspiel. Ah, endlich. Meine Güte. Oh. Oh. Ah, du hast mal nix. Wunderbar. Fliegen jetzt die Äxte lang und alles Scheißring. Nimm das, du Drecksau. Ich bin das Skelett, kommt gleich wieder. Wo kann ich denn nach so, oder? Ah. Oh. Nein! Mann, oh Mann! Sag mal! Auf einmal trifft er hier nichts mehr, oder was? Schwuchtel. Ah, oh. Hier wäre die ganze Zeit was gewesen, gell? Wunderbar. An jede Ecke immer mal dran schlagen.
oder? Na also. Drei! Gut, das 3 habe ich. Komm gleich hinterher hier. Asshole! Motherfucker! Da geht's doch schon weiter. Wenigstens kommen leider diese Skelette, die sind oh, ja. Ich möchte mal einen Braten haben. Oh! Cool. Jetzt nehme ich so im Vorbeigehen auch nochmal hier den Sensenmann gerade mit. Super. Ach, herrje. Die schwule Homo-Axt hier. Auf allen Ebenen kommt irgendeine Scheiße angeflogen. Duckst dich vor der Axt, dann kommt von unten die Medusa. Und andersrum dann. Ja. Oh. Oh, das ist ja zum Kotzen. Oh, das ist gut. So, ah, die Uhr. Die muss ich behalten. Dann kann ich damit vielleicht die Medusen alle bremsen und die, ja. Oh, die muss ich behalten. Oh ja, das ist immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Die muss ich unbedingt behalten. Immer um jeden Preis. Der blöde Arsch ist einfach mal krepieren. Ich habe, glaube ich, gerade wieder ein Leben bekommen, weil ich wieder 30.000 so. Punkte. Das hat wieder so, kam wieder so ein akustisches Signal gerade und ich habe jetzt wieder P2 da oben. Okay. Oh Mann. Oh, schlag doch mal! Einfach nur zuschlagen! Das gibt's doch gar nicht! Hab's sogar vergessen! Castlevania! Großartiges Spiel, ja? Macht sehr viel Spaß. Ja, macht schon Spaß. Simples Gameplay, ja. Aber sehr herausfordernd, ja? Und wir haben es jetzt heute nach langer Zeit mal wieder gespielt. Das stimmt schon wieder. Also auf jeden Fall über ein Jahr her, glaube ich, das letzte Mal hier gespielt, aber auf jeden Fall, ja. Oh ja, bei mir. Also von daher, ja. Und da hat es so bis zum Frankenstein geschafft. Heute mal darüber hinweg, fast bis zum Sensenmann. Nächstes Jahr schaffen wir es dann wahrscheinlich sogar schon bis Dracula und auch weiter üben. Ja. Demnächst Jahr darauf können wir dann sogar besiegen. Genau. Wunderbar. Ja, mit ein bisschen Übung schafft man auch die hartnäckigsten Stellen. Es sind eigentlich ja immer nur so ein paar Stellen, die richtig hartnäckig sind, wo es dann richtig schwierig ist. Aber wenn man sie dann 40, 50 Mal gemacht hat, dann... kommt man darüber hinweg und dann kann man die nächsten 40, 50 Mal bei der nächsten Stelle dann opfern. Wie das ist bei so alten Spielen. Genau. Normalerweise eigentlich relativ kurz, wenn du so gut beherrschst, aber das musst du dir erstmal erarbeiten. Oh ja. Und daran arbeiten wir noch. Genau.